Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ebenfalls gut und Aloha und willkommen zur zweiten Folge von Inside. Und ich freue mich sehr auf diese Folge, weil ich glaube, das Spiel wird einfach besser und besser und besser. So, wir sind jetzt gerade beim Schlachthof vorbei und gucken, was jetzt kommt. Oh, ich sehe schon, da hinten ist ein LKW mit Leuten. Also, sie stehen in einer Reihe. Ist das der LKW, den wir am Anfang des Spiels gesehen haben, der so rückwärts fuhr und dann wieder weiter? Okay. So. Da kommen wir natürlich nicht dran. Man merkt sofort, dass es irgendwas mit Limbo ist, weil es sind Kessel. Muss ich den zurückschieben? Ich muss den dahin schieben. Da ist auch so ein roter Knopf. Kann ich den irgendwie drücken oder so? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Dann Boxi oder hoch, ne? Bisschen schaukeln hier. Und. Hallo? Ah, ich muss das zwischen hoch. Ja, klar. Mann, schon wieder Küken. Ach, gut, okay. Sind einfach nur Vögel gewesen. Da unten ist eine große. Sieht aus wie ein Tresor. Okay. Ah, scheiße. Gut. Hier. Oh. Kann man das schieben? Kann man das ziehen? Okay. Da hinten ist auch ein Hebel. Ich weiß es. Danke, dass es so laut war. Sehr schön. So, hops. Kann man da noch weiter hoch? Yo. Nein! Nein! Arme. Okay. Falsch Fehler. Machen wir so. Hops und abidababadabadabub. So. Hops und. Hops. Oh nee. Shit. Mann! Ich spring doch! Ich drücke ganz auf diese Springtaste da. Ja, wollt mich doch. Ja, jetzt auf. Leute, wartet. Einfach nur warten. Uah. So, wir haben es jetzt bis hierhin geschafft. Endlich. Hey, super. Gut. Dann. Oh shit. Ich glaube, der hat keine Höhenangst. Und. Ah! Oh. Ich glaube, ich musste von diesem Brett weg. Und ich dachte, ich musste mitspringen, mich irgendwie da festhalten oder so, aber es ging ja nicht. Blöd, Tipp. Boah, ich bin so doof. Einfach nur blöd. Oh. Boah, das war so laut, dass das schon. Dass der Ton schon so verzerrt war. Gut, und. Dann machen wir jetzt hier voll ninja-mäßig so. Nein, du spürst nichts in den Beinen. Tat das nicht ein bisschen weh? Nein, scheiß drauf. Ist ja nun. Egal. Gut. Muss ich da überhaupt rein? Okay, hier geht's weiter. Gut, das ist gut. Dann gehe ich mal da rein. Guck, was da so ist. Ich hätte nie gedacht, dass man das aufmachen kann. Oh, ich habe dafür einen Erfolg bekommen. Schön. Links liegen lassen. Nice. So. Was ist denn hier Schönes? Was macht man hiermit? Ah, da oben ist auch wieder so ein Teil für diese Menschen bewegen. Gut, da ist ein Tor jetzt aufgegangen. Ah, da kommen die jetzt bestimmt alle raus. Da müssen wir irgendwas machen.
Oh, guck mal, da rechts ist, wo dieser Kasten ist, ist so ein Licht blau. Und da sind also Druckplatten. Ah, ich glaube, ich verstehe das sogar schon. Wir müssen die beide auf den Druckplatten bekommen. Okay. Wartet. Machen so. Und? Dafür müssen wir die tauschen. Okay, und jetzt? Das geht nicht. Was ist? Wartet mal. Ich probiere das jetzt mal. Es geht wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Wenn wir das Tor zumachen, kann der eine ja nicht weitergehen. So, tun wir die alle erstmal hier hin. So, jetzt haben wir, glaube ich, die gleiche Entfernung. Ah, nein! Mein Gott. Hat funktioniert. Hätte ich jetzt nie gedacht. Oh, ich bin gut. Ich höre Schritte. Und ein Herzklopfen. Wenn es mein Herz ist, ist es nicht gut, weil das heißt dann, jetzt kommt wieder irgendwas. Diese Bretter auch, ne? Wie immer, wie gut die da liegen. Hey, guck mal, das biegt sich sogar. Oh, so gut gemacht. Wie sauber die da immer so liegen, ne? Aber sind natürlich da irgendwie per Zufall so hingefallen. Und wir wissen ja auch per Zufall diesen Weg und so, ne? Yay, aha. Oh, guck mal da hinten. Da laufen welche. Nice. So. Ey, das ist eine Leiter. Können wir die auch benutzen? Boah, ich hoffe. Wenn ja, das wäre saugeil. Hey, wie nice! Hätte ich jetzt. Ich hätte jetzt eigentlich so gedacht. Ist wieder so eine Kugel. Oh, ist das auch schon wieder ein Erfolg. Oh, aber das. Oh, das war laut. Coole Sache. Ich weiß nicht, was diese Kugeln sind oder was sie bewirken. Da ist. Kann ich hier weiter irgendwie? Nee. Da ist auch noch so ein. Bandbums. Nein. Wie ich das sage, was es ist. So, jetzt müssen wir wieder rüber. Hui! Oh, shit. Scheiße. Als ob er sich wehgetan hat. Der springt so viele hohe Sachen runter. Gut, das war jetzt höher, aber. Hey! Ach, scheiße. Das erinnert mich ein bisschen gerade an Limbo mit diesen Buchstaben. Da waren wir ja auch in dieser, in so einer Stadt war das, glaube ich. Und da waren auch diese Buchstaben, die so zum Beispiel elektrisch waren, wegen dem Blitz und so, wo wir die nicht berühren durften und so. Ich weiß nicht, ist der Erfolg da? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Habe ich den Erfolg da, okay, super. Wie gesagt, voll viele sagen, das hat Ähnlichkeit mit Limbo. Ja, gut, Leute, das sind auch die Entwickler von Limbo, also. Ist ja schon irgendwie klar, dass es ein bisschen Ähnlichkeit hat. Mir ist es eigentlich immer egal, wenn ich Nachrichten kriege. Aber wenn mir eine richtige Person schreibt, dann. Shit. Wow, das war knapp. Ah, wieder so ein schönes, sauberes, Dings hier. Wie kriege ich das auf? Wow! 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 Alter! Ha! Oh mein Gott, ich habe mich erschrocken. Das hatte null mit Horror zu tun gehabt, aber einfach dieser Sound. Shit. Ich bin einfach eine Pussy. So. Muss ich hier das Ding runter? Ja. Die laufen alle so im Gleichmarsch. Oh, bitte passiert jetzt nichts. Bitte kommt jetzt keiner irgendwie mit einer Pistole oder Taschenlampe. Stopp, wir müssen das wirklich aufziehen? Letztens wollte meine Cousine das Spiel spielen. So, weiter. Ach so, reicht das glaube ich schon, ne? Ja. Wollte meine Cousine das Spiel spielen, nur ich bin ja nicht so einer, der vorspielt. Sowas hasse ich ja. Muss ich sie leider enttäuschen.
Das ist eh nix. Das funktioniert doch niemals. Ich komme noch niemals so rüber. Obwohl. Ich komme da nicht rüber. So weiter kann ich auch nicht. Ich kann die auch nicht irgendwie dahin. Boah, ich schlag immer voll mit dem Gesicht auf, ne? Noch einmal. Ich weiß, irgendwie müssen wir das was machen. Oh, guck mal, wie der mit dem Gesicht aufschlägt. Pew! Ich wusste es. Als ob. So, das haben wir auch schon mal geschafft. Oh. Soll ich das anmachen? Muss ich? Ich mach das jetzt einfach an. Müssen die mich auf! Alter, das ist. Oh, das muss wehgetan haben. Warte mal, wir machen das Ding jetzt mal nicht an. Okay, ich glaube. Ich glaube, wir müssen uns. Irgendwie hat das eine. Oh, Alter. Der hat auch so ein Ding. Die sind alle, glaube ich, kontrolliert. Die werden. Oh Gott, die sind alle behindert. Im lieben Sinne gemeint. Ja. Das ist ein Lift. Ich will ja rein. Okay. Ich glaube, wir müssen erst den Strom anmachen, damit das aufgeht. Und ich glaube, wir müssen uns auch verstecken, irgendwie hinter diesen Balken. Das wäre die einzig logische Erklärung dafür. Oh, wie? Was? Ich war noch um die Ecke. Ich war noch um die Ecke. Das hätte nicht gehen sollen. Ich hab die Faxen, Dicke. Nein! Hä? Bei Limbo fand ich das Spiel ein bisschen kontrollierter. Also von der Steuerung. So, wenn wir jetzt rennen. Und ich das von der Tasse runternehme, bleibt immer noch so ein bisschen weißer. Und deswegen. Und bei Limbo war das gar nicht so. Das Ding ist nicht auf. Shit, kann man das irgendwie hochmachen oder so? Ah nein! Gucken, ob das. Wenn der Strom aus ist, ob das dann auch. Also ich dachte eigentlich, wenn der Strom an ist, ist das Ding auf. Ich glaube, wir müssen es vorher aufmachen, oder? Ich probiere es einfach aus, weiß ich nicht. Ich meine, anders könnte ich es mir jetzt auch nicht erklären. Yes. Achso, ja genau, warte mal, ich muss jetzt glaube ich die Dinger anmachen, den Strom. Und dann müsste das gehen. Ich wollte ja demnächst eigentlich ein Video machen, in dem ich halt über dieses Deep Web Video erzähle. Oh! Shit. Weil ich glaube, das muss noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, ich habe jetzt Praktikum und so und viel zu tun. Ja. Nein! Yes, es funktioniert. Ha! 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 Okay. Hört sich cool an, warte mal. Okay. Hätte man so einen Song draus machen können. Jedes einzelne Detail stimmt. Oh. Das. Okay, egal. So. Jetzt. Oh nein! No, 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 no,
Scheiße. Was jetzt? Oh. Oh. Ah, okay, wir müssen das gleich machen wie die. Ich bin ja jetzt neugierig, was ist, wenn wir irgendwie jetzt springen würden oder so. Aber ich habe Angst. Ich hab ein bisschen Schiss. Aber wir dürfen keine falsche Bewegung machen. Das ist auch schwer. Oh. Nein. No! Alter, shit. Okay, das ist creepy. Scheiße, ey, da muss man sich übelst konzentrieren. Boah, der Sound ist eklig. Oh, da ist ein Hund. Fuck. Oh! No, 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 oh, 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 ah, shit, ja, 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 boah, Alter. Man spielt wird immer verrückter, verrückter, verrückter. Je mehr man da reinkriecht, rein spielt, so. Jetzt. Digga, ah. Will nicht. Oh. Oh, da oben ist einer. Ach so. Oh. Hä? Hey, sau cool. Dann ist das Ding auf. Ah, oh, nicht sowas. Scheiße. Oh, bei sowas bin ich immer so schlecht. Oh mein Gott. Wisst ihr, ich würde sagen, machen wir das nächste Mal dort weiter. Das heißt, morgen.
Oh, ich wünsche euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr es hier schaut. Haut rein, macht was draus und ciao.